So, jetzt. Ah, Halleluja. Ja. Jetzt bin ich da. Herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, jetzt höre ich mich hier auch. Okay. Das war jetzt so eilig. Ich habe komplett vergessen, mein Headset aufzuziehen. Es gibt in Deutschland eine deutschlandweite Rückrufaktion. Begrüßungsrunde machen wir danach. Und zwar hat mich kein geringerer wie unser Community-Mitglied Race344 gleich mal rausgeholt, weil ich doch so liebend gern immer Milch trinke. Und zwar betrifft es die Frischmilch. Ja? Und was er zu sagen hat, kleinen Moment. So. Das Bakterium Euromonas hydrophila kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Durchfall führen. Es wurde bei Routinekontrollen in einzelnen Artikeln festgestellt. Betroffen sind Eigenmarken von großen Supermärkten, Discounterketten im gesamten Bundesgebiet zurückgerufen wird. Frische, fettarme Milch mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. und 20. Oktober und mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DENW 508EG. Nach Angaben der deutschen Milchkontor DMK haben die belieferten Handelsunternehmen die Ware bereits vorsorglich aus dem Handel genommen. Das war Race344 für Schwarzwald TV. Jo, vielen Dank an Race344 für diese Eilmeldung hier zu dem deutschlandweiten Rückruf. Welche Milch das genau betrifft, habe ich auch nochmal in der Videobeschreibung unter aufgeführt. Für alle, die Milchtrinker sind. Es betrifft ausschließlich die frische Milch. Und zwar ist es einmal die Aro-Frischmilch, immer 1,5% Fett. Die wird bei der Metro verkauft. Dann Milsani-frische Milch von Aldi Nord, Milfana-frische Milch von Aldi Süd. Und bezüglich dem Haltbarkeitsdatum, falls ihr sowas habt, schaut es in der Videobeschreibung nach. Das ist alles so zwischen 10. und 20. Oktober 2019. Kaufland, Warenhandel, die K-Classic frische Milch. De Lidl, die Milbona frische Milch. Dann gibt es eine Bartels Langnes Handelsgesellschaft, Tipp frische Milch und Hofgut frische Milch. Edeka, gut und günstig frische fettarme Milch. Netto Marken Discount AG, gutes Land frische fettarme Milch. Die ist etwas länger haltbar. Ja. Also sind bestimmte, die ganzen Daten, die habe ich alle dementsprechend von Produktwarnung EU da mit übernommen. Dann haben wir hier der Rewe, ja, frische Milch, Real, Tipp, frische Milch. Und immer so 1,5% Fett. Und ja, von da gesehen, wer natürlich eine haltbare Milch hat, also die ultra hoch erhitzt ist, kann beruhigt weiter trinken und sein Müsli weiter essen. Und ja, also das war mir jetzt eine ganz... Ich habe überlegt, mache ich jetzt ein Video? Nein, ich mache einen Livestream, weil bis das Video wieder hochgeladen ist, bei dem schlechten Internet hier im Hotzewald, kann man es vergessen. Guten Morgen! Zu so einer frühen Stunde habe ich noch nie live gesendet. Sabine Herb, Dominik Leile, The Race 344, Tim. Dann haben wir hier Sandro Harms. Dann haben wir hier Dominik Leile nochmal. Ja, kein Ton, ne? Ich habe das Headset von vergessen. Firefab, Sandro Harms ist da. Ja, wunderbar, jetzt weiß man es. Hello to you. Super, hello to you. Lese ich jetzt zum ersten Mal. Dann haben wir hier Roland B. Guten Morgen. Ja, wunderbar. Super, das ist doch schön, dass so viele Leute hier gerade am Morgen eingeschaltet haben. Und meine auch bis Januar. Ich habe mittlerweile auch die Pressemitteilung erhalten zu dem Unfall auf der Autobahn gestern. Und da komme ich nämlich auch noch gerade dazu. Habe ich nämlich vorbereitet. Ja, da ist hier das Bild dazu. Wenn ich schon online bin, dann wissen auch die, die
mit Rückrufaktionen und so. Die können dann gerade noch hier wissen, dass es hier regionale Nachrichten gibt aus dem Landkreis Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau Hochschwarzwald, Emmendingen und auch aus der Schweiz. Ich habe gestern gesagt Aargau, also ist Aargau und Basel, also ist alles grenznah. Wenn im Elsass irgendwie größere Geschichten sind, dann bin ich natürlich in Frankreich drüben. Barlet-Vous-Francais, genau. Und bezüglich diesem Unfall auf der A5, das sind jetzt doch keine zwei Verletzte, sondern vier. Und laut der Mitteilung der Polizei kam es zu einem größeren Verkehrsunfall mit vier Verletzten und sechs beteiligten Fahrzeugen am Donnerstag, den 10. Oktober 2019 gegen 17 Uhr auf der A5, da habe ich ja gestern Live-Berichterstattung gemacht schon, zwischen der Anschlussstelle Efringkirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg in Fahrtrichtung Norden. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand soll der Fahrer eines PKW Sang-Yong auf der Überholspur auf einen BMW aufgefahren sein, der wegen seines Rückstaus anhalten musste. Der BMW wurde daraufhin auf einen Citroën geschoben und der wiederum nach rechts abgewiesen wurde und hierbei mit einem LKW auf der rechten Fahrspur und einem BMW Mini kollidierte. Der Mini wurde infolgedessen auf einen VW aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 19.15 Uhr vollgesperrt werden. Im Feierabendverkehr kam es auch auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein 64-jähriger Opel-Fahrer wurde angezeigt, da er trotz Sperrung der Anschlussstelle Efringkirchen auf die A5 auffuhr und in der Rettungsgasse unbeirrt weiter in Richtung Norden fuhr. Also hierbei behinderte der Autofahrer eine Polizeistreife, die zur Unfallstelle unterwegs war. Den Autofahrer erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 240 Euro zuzüglich Gebühren sowie einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Ich glaube, aufgrund von dieser Meldung, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie gelesen habe, werde ich da ein separates Video raushauen. Autofahrer behindert Einsatzkräfte am Unfallort auf der Autobahn. Und dann gibt es da ein separates Video, weil das geht ja echt nicht. Das ist ja Wahnsinn. Und ich verstehe es einfach nicht. Viel zu viel. Ja, also, wo sind wir in einem Land, dass die Leute einfach trotzdem drauf waren, scheißegal, was die Polizei sagt. Ich habe es übrigens, der Kollege, der war auf Ort, der Kollege Frank Bauermann ist ja auch Blaulichtreporter, hat einen YouTube-Channel, ich tue den mal im Nachhinein mal ein bisschen Werbung für ihn machen, tue ich oben Einblende bei 39 und er hatte gestern zwei Einsätze. Einmal ein Feuer, dann gab es noch ist ein Rettungshubschrauber geflogen und er hat sich dann ein bisschen mal informiert, was denn los ist. Und jetzt war woanders, nur 300 Meter entfernt, ein schwerer Verkehrsunfall, hat dort ein separates Video hochgeladen und er hat mir dann gestern noch erzählt, leider hat er es nicht auf dem Video, dass da einer die Feuerwehr beschimpft hat. Also ein Mann, einfach ein Zivilist hat die Feuerwehr beschimpft. Und also das geht ja schon mal gar nicht. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Hey, Leute draußen, die jetzt auch sowas mal gemacht haben, reißt euch mal am Riemen. Die ganze Einsatzkräfte, die meisten schaffen freiwillig. Und da tut man nicht hier die Einsatzkräfte beschimpfen. Also was soll denn das? Und ja, genau. So, also das Hauptthema war ja, wie gesagt, hier deutschlandweiter Rückruf, Milch mit Bakterien verseucht, wer es verpasst hat. Ich tue jetzt am Abschluss einfach geschwind nochmal die Botschaft vom Race durchspielen.
Das Bakterium Hieromonas hydrophila kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Durchfall führen. Es wurde bei Routinekontrollen in einzelnen Artikeln festgestellt. Betroffen sind Eigenmarken von großen Supermärkten, Discounterketten im gesamten Bundesgebiet zurückgerufen wird. Frische, fettarme Milch mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. und 20. Oktober und mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DENW 508EG. Nach Angaben der deutschen Milchkontor DMK haben die belieferten Handelsunternehmen die Ware bereits vorsorglich aus dem Handel genommen. Das war Race 344 für Schwarzwald TV. Ja, vielen Dank nochmal an The Race. So viel zu diesem. Also wie gesagt, es steht alles unter in der Videobeschreibung drin und ich habe gerade gemerkt, dass der Live-Chat schon wieder irgendwie sich nicht aktualisiert. Jetzt sollte er laufen. Wunderbar. In diesem Sinn. Ja, da muss man einen Mund aufmachen. Ich werde eben, deshalb werde ich auch nochmal ein spezielles Video drüber machen, über diesen Unfall an der A5. Der geht hier unter. Es gibt ja Leute, die wollen nur Blaulicht gucken und dann gibt es wiederum andere. Ich habe natürlich kein anderes Bild jetzt. Ich muss dasselbe Bild verwenden. Vielleicht ändere ich das vom Stream dann ab und nehme dann nochmal das. Es ist einfach, oder ich nehme ein Symbolbild. Das geht natürlich auch. Ein Rettungswagen und so. Geht ja alles. Okay, also, das war ganz kurz. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe Hunger. Und ja, vielleicht hören wir uns dann heute Abend nochmal. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Peters Kaffeestunde oder wieder Nachtstunde. Sam Baxter etc. hatte ich gestern schon angekündigt und einfach Abo anmachen, Abo anschalten. Wichtig ist die Glocke anschalten und ganz wichtig, dass die Glocke funktioniert, solltet ihr auch die Push-Up-Nachricht dementsprechend aktivieren am Smartphone, sonst wirkt die beste Glocke nix. Und yo, Servus, 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 alle die neu dazukommen sind, Nalani Swag, guten Morgen. Um welche Milch geht es denn? Ich habe es gerade erzählt, alles entweder zurückspule und in der Videobeschreibung steht alles nochmal drin. Gabi Schwarz. Und dann haben wir, also ist Frischmilch 1,5% deutschlandweit. Und die ganze Marke und welche Daten, um welche MHDs es sich handelt, das findet ihr alle in der Videobeschreibung drin. Und jo, Likes, ganz wichtig, immer like, gewöhnt euch das an, wenn ihr bei mir reinkommt, gleich mal einen Daumen da lasse, denn das ist euer Vorteil. Ihr wollt es sicherlich vielleicht jemand anderem nur zeigen, hey, wenn der dann morgen aufwacht und Bauchschmerzen hat, hey, ist das nächste, Schwarzwald TV bringt immer die aktuellste Nachrichten. Und genau, sollte man auf alle Fälle weiterteilen, den Link. In diesem Sinn, das war's auch schon und mein Name ist Peter, ich bin Blaulichtreporter für Schwarzwald TV und tschüss. Schönen Tag, bis demnächst. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.
Ja, wenn euch mein ganz kurzer, schneller Eilmeldungs-Livestream über die verseuchte Milch und auch der Unfall auf der A5 gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf ein Like. Und alle, die neu auf dem Kanal kommen, sind jetzt oder im Nachhinein auf Schwarzwald TV erfahren Sie immer regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen und der Schweiz. In diesem Sinn, alle einen schönen Tag und tschüss. Schreibt mir in die Kommentare, welche Milch trinkt ihr denn? Dankeschön.